Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr nach dem neuesten Update unter die Map kommt. Und zwar müsst ihr hierfür erstmal Strom und Packer Punch aktivieren, das Ethoskop zusammenbauen und aufheben. Und wir brauchen eine Selbstwiederbelebung und eine Splittergranate. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann begebt euch zurück in die Krankenstation, denn dort müssen wir jetzt auf die Anomalie drauf springen. Das könnt ihr machen, indem ihr hier auf den Stuhl geht, Anlauf nimmt und einen Doppelsprung macht, also springen, springen. Und wenn ihr oben seid, geht ihr zurück, nimmt Anlauf und macht das gleiche hier nochmal, springen und nochmal springen. Dann duckt ihr euch hier oben, lauft nach vorne und ihr legt euch dann hin. Wenn ihr euch hingelegt habt, Leute, lauft ihr, also kriegt ihr nach vorne und nach rechts, bis es gar nicht mehr geht. Dann tötet ihr euch selber mit der Splittergranate. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr beim Wiederbeleben springen spammen. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, seid ihr hier oben auf der Map. Dann dreht ihr euch um und lauft so langsam hier hoch. So, ihr seid unter der Map, Leute. Hier könnt ihr wieder Munition kaufen und die Zombies versammeln sich wie gewohnt. Nur bei mir jetzt gerade nicht, weil ich unsichtbar bin. Ja, ansonsten, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Video.